Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Florian vom Kanal Kanal 121 und ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu meinem Tutorial heute, und zwar wie fliegt man richtig Battlefield in Battlefield 3 Helikopter. Das können ja immer noch nicht die meisten, und wir fangen einfach mal an. Zum Anfang ist es immer ganz wichtig, dass man so wenig wie möglich die Maus bewegt, während man nach oben geht. Das heißt, man drückt erstmal auf W, um dann nach oben zu kommen, ein bisschen Schub zu geben. Gut, dann dürfte das auch schon reichen. Und dann tut man die Maus ein bisschen nach vorne, damit man ungefähr so ist, und gibt Gas, damit man nach vorne fliegt. Man sollte aufpassen, dass man immer möglichst gerade bleibt. Wenn man stehen bleiben möchte, einfach den Schub wegnehmen und wieder zum Nullpunkt zurückkehren. Dann bleibt man stehen. Zumindest sollte stehen bleiben. Man kann aber auch ein bisschen zurück. So, und dann steht man einfach. So. Gut, wenn man jetzt da in die Mitte immer schaut auf das Kreuz, da sieht man ganz deutlich, man muss aufpassen, dass es immer in der Mitte ist, weil nur wenn man dann in der Mitte ist, dann passt es auch alles. Da oben, es gibt oben auch was, damit man sieht, wo man dann in der Mitte ist. Und zwar wird das jetzt hier auch mal markiert kurz. Da muss man auch aufpassen, dass man immer in der Mitte ist, um gerade zu fahren bzw. zu fliegen. So, wenn man jetzt einen Kehrtmanöver machen möchte, zum Beispiel nach rechts, dann erst müssen wir ein bisschen nach oben gehen. Wir sehen wir jetzt dann hier rechts und auch in der Mitte, wenn wir nach oben gehen bzw. nach unten gehen. Und jetzt schauen wir mal, wie man auch immer jetzt eine ganz normale Rechtskurve fliegen können. Zuerst einmal können wir mit der Taste D uns nach rechts bewegen. Wenn wir im geraden Modus sind, dann macht das nichts, dann bleiben wir normalerweise immer gerade. Aber man kann auch mit der Maus ein bisschen und dann so machen. Irgendwann hat man den Dreh schon raus, aber zu Anfang ist es immer gut. Man sollte halt immer darauf achten, dass man hier bei der rechten Zahl, was jetzt eingeblendet wird, immer so bei guten 100 bis 80 ist. Also weiter runter sollte man auf jeden Fall nicht, dann kann es sein, dass man abstürzt. Und ja, dann fliegen wir einfach mal ein bisschen mit dem, was wir jetzt fliegen können. So. Wenn man das dann alles beherrscht im Zusammenspiel und die Maus auch immer dahin lenkt, wo man hin möchte, dann dürfte es da eigentlich keine Probleme geben. Das Schießen muss man halt noch lernen. Aber das ist ja auch das Einzige. So, dann fliegen wir mal zurück zur Basis und dann können wir auch mal das Landen lernen. So, auf dem Weg noch ein bisschen was zerstören. So. Kann man auch in den C-Modus gehen, geht dann vielleicht ein bisschen besser, je nachdem. So. Oh. Ja. Und natürlich ist es auch immer wichtig, wenn man wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, einfach in den C-Modus gehen, dann weiß man das wieder. Gut. Und dann können wir jetzt aussteigen. So. Gut. Everybody's looking for